Willkommen Leute zu einer weiteren Themenanalyse und zwar dieses Mal zu Paläozoisch, einem Deckthema, das ich persönlich sehr gerne spiele. Ihr wisst Bescheid, ich habe es im Real Life und naja, ich habe es auch schon das ein oder andere Mal auf diesem Kanal hier vorgestellt, aber es gibt noch keine Themenanalyse dazu und ich habe abstimmen lassen und einige Leute wollten das Thema sehen und deswegen werde ich das jetzt mal behandeln. Das ganze Thema besteht aus Fallenmonstern bzw. aus 8 Fallenkarten und 2 Xyz-Monstern. Und diese Fallenmonster funktionieren nicht so wie normale Fallenkarten, die zu Monstern werden. Denn so Sachen wie die Tikis beispielsweise, die specialt man einfach aufs Board oder metallisch reflektierender Schleim. Aber diese Fallenmonster hier muss man erstmal als Fallenkarten aktivieren, dann landen die im Friedhof. Und wenn man dann nochmal Fallenkarten aktiviert, dann kann man sie im Friedhof chainen, once per chain aber nur, und dann darf man sie specialen. Und dann sind sie normale Monster, der Stufe 2, mit der Eigenschaft Wasser und dem Typen Aqua. Und sie sind unberührt von Monstereffekten und sie haben 1200 ATK und keine Verteidigungswerte. Aber man kann mit ihnen Overlays machen, auf beispielsweise Totally Awesome. Und da kommen wir auch schon so ein bisschen zu den Fröschen. Und zwar müssen wir heute auch ein paar Froschkarten ansprechen. Normalerweise bespreche ich ja immer nur die Karten eines Themas in der Themenanalyse. Aber da halt Paläozoisch niemals ohne die Frösche gespielt wird, von gar keinem, macht es halt keinen Sinn, die rauszulassen. Deswegen werde ich die heute auch behandeln. Aber halt nur die 4 wichtigen Frösche, also halt Swap Frog, Dupe Frog, Ronin-Kröte und Krötelig umwerfend. Und wenn wir das abgehakt haben, würde ich sagen, starten wir mit den Paläozoisch-Karten. Und am Ende des Videos gibt es wie immer ein kleines Deck-Profile, wo ich versuche, das Maximale aus dem Deck rauszuholen. Ich kann aber jetzt schon mal sagen, dass das Deck hier sehr Control-lastig ist. Es besteht quasi nur aus Fallenkarten. Und dementsprechend werden wir auch diverse Anti-Karten sehen heute. Denn Control-Decks können halt nur in der Meta mithalten, wenn sie eigentlich outdated sind, wenn man gute Anti-Karten darin spielt. Und das ist hier absolut kein Problem. Denn du kannst halt auch die ganzen Palio-Karten auf permanente Fallen unchainen. Das ist auch möglich, aber man kann sie nicht unchainen auf Konterfallen. Aber gut, ich würde sagen, jetzt haben wir erstmal die Randinformationen geklärt. Wir gehen heute quasi insgesamt 14 Karten durch. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal sofort. Und wie gesagt, die Deckliste gibt es dann am Ende. Und wie bereits angeteasert, starten wir heute mit einem Frosch, und zwar mit der Karte Austauschfrosch. Und das ist halt auch schon direkt der wichtigste fast schon, denn die Karte ist die beste Normal Summon, die Palio irgendwie haben kann. Denn wenn die Karte beschworen wird, auch wenn sie gespecialt wird, darf sie ein Froschmonster vom Deck auf den Friedhof legen, was ein richtig wichtiger Effekt ist, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Und man kann die Karte auch specialen, wenn man ein Wassermonster von der Hand abwirft, also mal wieder einen anderen Frosch. Und so bekommt man auch diesen Mill-Effekt. Also so bekommen wir quasi Frösche in den Friedhof, was wir später brauchen werden, für so Effekte wie Ronin-Toden, aber dazu gleich mehr. Und man kann die Karte auch wieder bouncen, also den Swap-Frog, und dann nochmal normen später. Also ich muss sagen, der Swap-Frog ist einfach ein unfassbar geniales Foolish für dieses Deckthema hier. Und weil halt diese ganzen Paläozoisch-Fallenmonster auch Stufe 2 Aquamonster sind mit der Eigenschaft Wasser, harmonieren sie einfach perfekt mit den Fröschen, weil so kann man ohne Probleme die ganze Zeit auf Totally Awesome gehen, das große Bossmonster von den Fröschen, das alles negieren kann, aber zu dem kommen wir auch gleich nochmal etwas detaillierter. Doch jetzt kommen wir erstmal zu der Karte Ronin-Kröte und die möchte man halt mit dem Swap Frog in den Friedhof legen vom Deck aus, denn diese Karte hier kann man specialen, indem man ein anderes Froschmonster vom Friedhof verbannt. Und das hat keine Monster-Turn-Effekte und das ist einfach absolut genial. Das heißt, wenn du beispielsweise mit Swap Frog einfach mal eine Special-Summon hinbekommst, indem du ein Froschmonster von der Hand abwirfst, dann kannst du die Ronin-Kröte vom Deck millen und dann mit der Ronin-Kröte das abgeworfene Froschmonster vom Grave verbannen, die Ronin-Kröte specialen und dann hast du bereits 2 Froschmonster draußen und kannst sofort auf das Bossmonster gehen. Also Totally Awesome. Oder auch Mr. Sternboy theoretisch, das Wasser-Link-Monster, das generische Pfeile hat. Und dementsprechend ist Ronin-Kröte auf jeden Fall ein verdammt wichtiger Frosch. 2 Stück reichen zwar, aber die sollte man auch spielen, weil Ronin-Kröte ist einfach absolut elementar und du willst halt wirklich nicht riskieren, dass die Karte irgendwie gebanished wird oder so vom Gegner, weil das wäre ultra minus. Du brauchst die Karte wirklich live, weil sie einfach im Laufe des Duells immer wieder Plus generiert und das ist fast schon insane. Also Ronin-Kröte ist ein absoluter Staple in Paläozoisch, 2-mal und dieser Special Summon-Effekt kotzt einfach in Kombination mit dem Swap Frog extrem viel Material aufs Board. Und das ist einfach sehr hilfreich für diverse Plays des Themas. Doch was sehr wohl ein Frosch ist, ist die Karte Täuschungsfrosch. Und die Karte hier wird normalerweise auch 3-mal gespielt. Und wenn die zerstört wird, dann darf man sich ein Froschmonster raussuchen. Sie hat 2000 Death. Und ganz wichtig, Leute, wenn sie da liegt, dann darf nur sie angegriffen werden. Und das ist ein sehr praktischer Effekt, um beispielsweise Totally Awesome zu beschützen, der dann nicht mehr angegriffen werden kann. Und der hat halt gar nicht mal so viel ATK. Dementsprechend ist es ganz schön, einen Dupe Frog zu kontrollieren. Und du kannst halt mit Totally Awesome auch den Dupe Frog aus dem Deck specialen, aber dazu gleich mehr. Und die Karte hier wird generell als Playset gespielt, um halt einfach sehr viel Material zu haben im Grave,
für die Ronin-Totens. Und das ist halt der zweitbeste Frosch, der existiert, neben Austauschfrosch. Und deswegen spielt man ihn dreimal, so oft wie man kann. Das macht dann einfach Sinn. Und alle anderen Froschkarten lohnen sich nicht wirklich, weil die beiden hier einfach einen sehr guten Job machen. Und wie gesagt, Ronin-Toten ist streng genommen einfach nur eine Kröte und kein Frosch und kann deswegen auch nicht für sich selbst gebanished werden. Und deswegen braucht man einfach dieses große Materialaufkommen und deswegen auch 3 Täuschungsfrösche. Aber mehr als 8 Frösche braucht man nicht, weil das ist eigentlich das perfekte Line-Up, was so gut wie jeder spielt im Palio, seitdem dieses Deckthema irgendwie relevant ist. Bevor wir jetzt allerdings anfangen mit Palio, würde ich sagen, schauen wir uns nochmal kurz das Bossmonster an, und zwar Krötelig Umwerfend, und die Karte wird gebaut aus 2 Monstern vom Typ Aqua der Stufe 2, also aus Fröschen, aus Ronin-Toten oder aus den Palio-Fallenmonstern, also komplett simpel und relativ generisch für dieses Thema hier, und die Karte kann sich halt selbst wegtributen, um egal was zu negieren, oder halt auch andere Aqua-Monster, die man hat, also sie muss sich nicht mal selbst wegtributen. Und wenn Toten die aus dem sterben sollte, kann er noch was recyceln. Und in jeder Standby-Phase kann man zum Preis eines XY-Materials einen Frosch aus dem Deck specialen. Und das kann halt auch in der Standby-Phase des Gegners ein Duprock sein, also ein Täuschungsfrosch. Und dann kann er halt nur den angreifen. Und der sucht dann auch. Also das ist halt richtig witzig, und wenn Totally Awesome den Zug des Gegners wirklich überleben sollte, darf man sogar in der eigenen Standby-Phase einen Austauschfrosch specialen, der dann wieder millen darf. Also ihr merkt schon, Totally Awesome ist eine sehr starke Karte, die kommt auch gut und gerne mal 3-mal pro Duell aufs Board und die macht immer einen guten Job, und deswegen wird die Karte auf jeden Fall so oft wie es geht gespielt, und die ist halt wirklich absolut genial und besser als jede Palio-Karte, aber ich würde sagen, die sind auch nicht schlecht und zu denen kommen wir jetzt endlich mal. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal die Fallenmonster durch, und zwar zunächst mal den guten alten Olenoides, und die Karte ist einfach nur ein mystischer Raumtaifun als Fallenkarte, und mehr soll sie gar nicht machen. Und wie gesagt, wenn sie halt im Friedhof liegt, dann kann sie wie jedes Palio-Monster vom Friedhof wiederbelebt werden, indem man einfach Fallenkarten aktiviert, oder wenn der Gegner Fallenkarten aktiviert. Das können auch permanente sein, aber wie gesagt, keine Konterfallen, weil die haben leider einen zu starken Spellspeed, deswegen ist es nicht möglich, die Palio-Monster im Grave darauf anzuchainen, was ein bisschen schade ist, aber die Special-Sammeln bekommst du trotzdem halt bei normalen Fallenkarten, und das geht halt once per Chain. Und diese ganzen Monster, diese ganzen Fallenmonster hier sind wie gesagt immun gegen Monster-Effekte, wenn sie beschworen wurden. Und sie haben 1200 ATK, die Eigenschaft Wasser und den Typen Aqua. Und sie können dementsprechend ganz einfach auf Totally Awesome gehen. Und sie sind normale Monster, was für einige Effekte in Yu-Gi-Oh! Auch wichtig sein kann. Aber für uns ist es nicht so relevant, dass sie normale Monster sind. Aber ich wollte es nur mal kurz erwähnen. So. Und diese Effekte haben quasi alle Palio-Monster gemeinsam. Aber der spezielle Effekt von dieser Karte hier ist halt, dass sie Spell und Trap schießen kann. Und das ist ganz nett, ne? Die ganzen Palio-Karten sind nicht Bonds per Turn, was sehr praktisch ist auf jeden Fall. Das wäre sonst auch ziemlich nervig eventuell. Aber ich würde sagen, das ist so eine Karte, die spielt man einfach safe 3-mal, weil, naja, MST hast du immer gerne. Die Karte bekommst du immer schnell in den Grave, wenn du sie da haben möchtest. Es ist generell sehr schön, wenn du halt Palios hast, die du quasi immer chainen kannst. Und da ist Olenoides eine der besten davon. Und deswegen ist das hier eines der besten Palio-Monster, die existieren. Und ein sehr schöner Staple und wie gesagt, eine schöne Anlehnung an MST, den man deswegen auch nicht spielen muss. Was allerdings auch sehr spielstark ist, ist die Karte Paleozoischer Marella, und das ist quasi ein Foolish für Fallenkarten. Sehr, sehr schön. Und damit kann man 2 verschiedene Sachen reinlegen hauptsächlich, und zwar zunächst mal andere Palios und quasi Material im Grave zu haben für potenzielle Special Summons, wenn Fallenkarten aktiviert werden. Das ist halt die klassische Funktion, die jeder kennen sollte. Aber was auch geht, ist halt die Karte Lost Wind zu millen. Und das ist halt eine Fallenkarte, die, naja, gespecialte Monster komplett entwerten kann, und wenn die im Friedhof sein sollte, dann kann man die wieder auf sein eigenes Board legen, wenn der Gegner eine Special Summon macht, vom Extra-Deck, was halt absolut keine Seltenheit ist, und dann hast du halt wieder eine normale Fallenkarte auf dem Board, die du dann wieder aktivieren kannst, um halt Palio-Monster aus dem Grave zu specialen oder um einfach Monster des Gegners komplett zu entwerten, die gespecialt wurden. Und deswegen ist halt Lost Wind eine Staple-Karte in Palio, wegen Marella, aber generell ist es halt auch eine coole Falle, weil du kannst sie halt mehrfach aktivieren und dementsprechend bekommst du immer mal wieder Special Summons auf Paleozoisch-Monster raus, aber wenn der Lost Wind halt einmal wiedergekommen ist bereits, wird er beim nächsten Mal dann verbannt, wenn er auf den Friedhof gelegt werden würde. Und das geht auch übrigens für die Paleozoisch-Monster, aber wenn die Paleo-Monster overlaid werden und dann detached werden, dann vergessen sie diese Downside und gehen wieder in den Grave. Von daher sind die Paleo-Monster, wenn sie einmal im Grave sind, nur sehr schwer aus diesem Cycling rauszubekommen. Und das ist halt das Problem für den Gegner, denn Paleo wirklich zu outgrinden ist gar keine so leichte Aufgabe. Und es ist vor allem deswegen keine leichte Aufgabe, weil der Gegner permanent beschossen wird mit der Karte Paleozoischer Dynamiskis, und die Karte kann einfach mal Karten des Gegners verbannen zum Preis einer Handkarte. Die Karten müssen aber leider offen sein.
Und die Karte hier ist einfach eine schöne Möglichkeit, den Place des Gegners aufzuhalten, keine Frage. Ein Hard Removal, der ein bisschen was kostet, aber Material in den Grave zu bekommen von der Hand kann auch teilweise gut sein. Zum Beispiel Frösche für Ronin-Toten oder halt auch Paleo-Monster für halt Special Summons oder Lost Wind meinetwegen. Also es gibt durchaus Targets, die man halt abwerfen kann. Und der Numiskiste ist einfach eine richtig asoziale Karte, die sehr viele Plays des Gegners interrupten kann. Und wie gesagt, den Gegner outgrinden kann man mit so einer Karte umso besser. Und deswegen ist Dynamiscus auf jeden Fall auch Staple in Palio. Das dürfte jedem klar sein. Eine der gefürchtetsten Palio-Karten, die existieren. Und was ebenfalls sehr bekannt ist, ist die Karte Paleozoischer Kanadier. Und die Karte will einfach nur Karten verdecken, beziehungsweise Monster. Es ist also im Endeffekt einfach ein Book of Moon. Und das ist halt im Link-Format nicht mehr so stark, weil du kannst ein Link-Monster leider nicht verdecken. Aber du kannst halt die Monster verdecken, die auf Link-Monster gehen möchten. Und das kann der Gegner mal wieder sehr stark interrupten. Und du kannst halt auch wieder Paleo-Monster auf Kanadier anchainen. Von daher ist es halt eine Paleo-Karte, die man ständig chainen kann, sobald irgendwelche Monster da sind. Und dementsprechend ist halt Kanadier eine Karte, die man ganz gut zum Spam benutzen kann. Und man kann den Effekt halt so ein bisschen trashen, also verschwenden, um halt Special Summons reinzubekommen. Ich würde sagen, Kanadier ist immer noch Staple, aber halt nicht mehr so stark wie vor dem Link-Format. Aber trotzdem ist es halt eine stabile Fallenkarte. Und definitiv eine der bekanntesten Palio-Karten, die existieren. Aber leider gibt es auch schlechte. Aber jetzt haben wir noch eine einzige gute, die übrig geblieben ist. Aber wie gesagt, die anderen sind dann leider nicht mehr so toll. Und die gute Karte, die jetzt noch übrig geblieben ist, ist die Karte Liancolia, beziehungsweise Lenkochilla, wie ich die Karte gerne nenne. Und die Karte kann einfach verbannte Karten wieder in den Friedhof zurücklegen. Und das können halt entweder Frösche sein, um quasi wieder Material zu haben, oder Palio-Monster, um logischerweise wieder Material in Sachen von Paleo-Monstern zu haben im Grave, oder Lost Wind, den man halt nochmal quasi vom Grave wiederholen möchte, indem der Gegner wieder Monster vom Extra-Deck beschwört. Also es gibt sehr viele Karten, die einfach gebanished werden im Laufe des Prozesses dieses Themas hier, und diese Karten dann wiederzubekommen, das ist eine gute Sache. Und deswegen hat Liancolia ja normalerweise immer irgendeine schöne Einsatzmöglichkeit. Und was man auch spielt für gewöhnlich, ist halt Pot of Desires. Und die Karten kann man hiermit auch gezielt wiederholen, was quasi Pot of Desires zu einer Suchkarte machen kann, so ein bisschen. Und dann wird das Ganze etwas absurd. Also Liancolia ist eine sehr, sehr schöne Karte, würde ich heutzutage wirklich zweimal spielen. Damals hat sich die Karte nicht so gut durchsetzen können, aber auf die Dauer wurde die Karte immer besser. Und ich denke, mittlerweile ist sie wirklich nicht mehr wegzudenken. Und ich bin ein großer Freund davon, weil die hat einfach richtig viele coole Targets in diesem Thema hier, wenn man das Ganze richtig spielt. Doch jetzt fangen wir endlich mal mit den schlechten Karten an, und zwar zunächst mal mit der Karte Paleozoischer Pikaia. Und das ist halt eine Karte, die eigentlich zur Draw-Power gedacht ist, und zwar kann man hiermit eine Paleozoische Karte abwerfen, die dann auch wieder als Material im Grave ist logischerweise, um zwei neue Karten zu ziehen. Und das war anfangs sogar eine relativ beliebte Karte in Paleo, aber relativ schnell haben die Leute rausgefunden, dass es einfach sich nicht wirklich lohnt. Denn wir hatten halt die Karte Tollkühne Gier, und das war eine Fallenkarte, die zwei Karten ziehen konnte, sofort, ohne was abzuschmeißen. Und ja, dafür musstest du quasi auf zwei Draw-Phasen verzichten, aber das war gar nicht mal so schlimm, denn du hast halt so viel Plus gemacht in der kurzen Zeit, dass du dann locker diese Zeit ausdollen kannst, denn Palio ist halt einfach ein geniales Doll-Deck, keine Frage. Und deswegen hast du halt eine bessere Karte für die Draw-Power, und du hast halt auch noch Pot of Desires. Und Pikaia ist einfach nicht notwendig, leider. Es gibt einfach bessere Palios, und wenn du halt die Wahl hast, ob du beispielsweise ein Book of Moon draußen liegen hast oder ein MST oder halt nur eine Karte, die für die Draw Power gedacht ist, dann nimmst du halt eher die anderen Sachen. Und deswegen wird sich Pikaia heutzutage nicht mehr wirklich durchsetzen. Es gibt nach wie vor so ein paar Leute, die die Karte testen, aber die haben für gewöhnlich nicht so viel Erfolg damit, und deswegen werde ich die Karte heute auch nicht so positiv davonkommen lassen, weil ich denke, das wäre einfach nicht richtig. Ich glaube, dass die Karte echt heutzutage nicht mehr notwendig ist. Was aber auf jeden Fall noch wesentlich schlechter ist, ist die Karte Paleozoischer Hallucigenia, und die Karte möchte gerne Monster in ihrer ATK und ihrer Def halbieren bis zum Ende des Zuges. Toll. Lost Wind macht das permanent, und das spielt man sowieso als Playset, also warum zur Hölle Hallucigenia spielen? Ich weiß, Hallucigenia geht auch auf Monster, die genommelt wurden, aber was ist das bitte für ein Argument? Also die Karte ist wirklich Bullshit, und die sollte keiner in Paleo spielen, die setzt sich einfach nicht durch. Es gibt bessere Paleos, und die können teilweise Karten removen, verdecken oder sonst irgendwas machen, aber das hier ist nur eine winzige Interruption für den Gegner, die ihn normalerweise nicht wirklich behindern kann. Und deswegen würde ich die Karte einfach rauslassen. Was aber auch recht scheiße ist, ist die Karte Paleozoischer Eldonia. Und die Karte pusht ein Monster um 500 ATK und Death. Und das kann teilweise relativ nett sein sogar,
in einigen etwas krummen Varianten von Paleo, wo man halt sehr viele Antikarten spielt, sodass halt Beatsticks wirklich wichtig sind, aber mal ganz im Ernst, Leute, das ist mehr Schönrederei als alles andere. Ich würde die Karte einfach rauslassen. Das ist, wie ich finde, die schlechteste Paleo-Karte aller Zeiten und die werde ich auch so behandeln. Dementsprechend werde ich dir heute nur schlecht reden. Und ich weiß, dass es da ein kleines Einsatzgebiet gibt, aber das ist wirklich nicht der Rede wert, wie ich finde. Ich habe die Karte letztens mal bei irgendeinem Top-Cut gesehen, bei irgendwelchen Deck-Profiles, aber selbst da hat mich die Begründung des Spielers nicht wirklich überzeugt und deswegen muss ich sagen, ist das einfach keine gute Paleo-Karte. Tut mir leid, aber so ein kleiner Boost ist einfach heutzutage nicht mehr gut genug und wir haben einfach sehr, sehr krasse Paleo-Effekte und da kommt das hier nicht ansatzweise ran. Was wir heute allerdings auch haben, sind wie gesagt Xyz-Monster von Paleo. Und zwar zunächst mal die Karte Paleozoischer Opabinia. Und die Karte ist leider im Link-Format gar nicht mal mehr so gut. Die wird beschworen aus zwei Monstern in der Stufe 2. Und das ist halt relativ günstig. Und sie kann sogar Paleozoisch-Fallenkarten raussuchen, was ein sehr schöner Effekt ist, keine Frage. Und man darf sogar hier mit Paleozoisch-Karten von der Hand aktivieren. Richtig cooler Effekt. Und die Karte bleibt auch von Monstereffekten umgerührt, so wie alle Paleozoisch-Monster. Aber, naja, das kann sie nur dann machen, wenn sie halt Fallenkarten als Material hat. Und das ist halt schon mal blöd, weil man kann die Karte nicht so leicht bauen aus Fröschen, beziehungsweise zumindest nicht nur aus Fröschen. Und sie blockiert leider die extra Monsterkartenzone und das ist Bullshit. Das ist einfach richtig scheiße. Und deswegen geht man normalerweise zu 99% halt auf Mr. Sternboy oder auf Totally Awesome. Und somit ist halt diese Karte hier nicht mehr so sinnvoll heutzutage. Trotzdem ist es halt eine Suchkarte, die man spielen kann. Als kleine Option, wenn man sie halt mal braucht, aber generell muss ich leider sagen, wird man das heutzutage kaum noch beschwören. Und was halt auch etwas spielstärker ist, ist die Karte Paleozoischer Anomalocaris und das ist halt ein weiteres Xyz-Monster von Paleo, die letzte Karte für heute. Und die wird beschworen aus drei Monstern in der Stufe 2, was halt ein bisschen teurer ist, aber die Karte kann halt Karten schießen als Schnelleffekt und das ist genial. Sie muss aber dafür leider Fallenkarten als Material haben, was ein bisschen blöd ist, aber ich denke mal, das ist nur fair, weil dieser Crush-Effekt schon sehr gemein kommen kann. Sie bleibt auch umgerührt von Monstereffekten, was sehr, sehr schön ist, und sie kann sogar Fallenkarten vom Deck ausgraben und der Hand hinzufügen, wenn sie quasi auf dem Deck liegen gerade. Und das kann sie tun, wenn quasi gerade Fallenkarten vom Feld auf den Friedhof gelegt werden. Und das ist halt einfach auch ein schöner Plus-Effekt. Also die Karte hier generiert eine Menge Kartenvorteil. Sie interruptet den Gegner, sie ist aber dafür auch recht teuer. Aber spielen würde ich die Karte auf jeden Fall. Die kommt nicht in jedem Duell aufs Board, aber sie kann sogar teilweise in einigen Situationen besser sein als Totally Awesome. Und deswegen will man sich halt die Option auf jeden Fall offen halten. Sehr, sehr cooles Bossmonster und wie gesagt, die Karte ist relevanter mittlerweile als Opabinia. Denn im Link-Format ist halt so eine Karte hier etwas leichter zu bauen, beziehungsweise etwas besser zu abusen. Ich würde aber sagen, wir kommen jetzt erstmal zum Fazit, bevor wir uns gleich die Deckliste anschauen werden. Und ich muss sagen, das Deck ist nach wie vor relativ stark, denn es kann einfach sehr schön auf Anti gebaut werden. Wir haben Zugriff auf Card of Demise beispielsweise, wir haben die Möglichkeit, sehr viele Anti-Karten zu spielen, denn wir haben halt hier nur eine Eigenschaft, wir haben nur einen Typen, wir spielen selbst kaum Zauberkarten, also es ist echt kein Problem hier, schöne Floodgates mit einzubauen. Wir haben zudem noch die Möglichkeit, effektiv sehr viel Backroad zu spielen, was die meisten Decks heutzutage nicht so wirklich können. Dafür sind wir aber auch leider ein bisschen anfällig gegen Evenly Matched, was auf jeden Fall ein großes Problem ist, keine Frage. Das sollte man auf jeden Fall auch erwähnen. Aber dafür haben wir zumindest diese große, sehr, sehr schöne Frosch-Engine, mit der man swarmen kann. Wir haben Totally Awesome, teilweise mehrfach pro Runde. Wir haben Mr. Sternboy und so weiter. Also wir haben einfach sehr großen Support. Und ich denke mal, das ist einfach rundum ein sehr schönes Control-Deck, was ich auch noch für eine lange Zeit halten würde. Denn solche Control-Decks, die halt relativ simpel, aber stark sind, die sind normalerweise für eine relativ lange Zeit relevant, weil die halt einfach nicht gehittet werden müssen. Aber sie können halt Anti-Karten spielen, um sich in der Meta zu halten. Und das ist halt eine schöne Sache. Also das Deck ist auf jeden Fall nicht schwach. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zu der Deckliste, wo ich versucht habe, das Maximal aus dem Deck heutzutage rauszuholen. Und das war gar nicht mal so schwer, weil die Liste ist eigentlich relativ simpel aufgebaut. Und da haben wir auch schon die finale Deckliste und ich muss sagen, es war wirklich nicht schwer. Also dieses Deck zu bauen, das kann eigentlich jeder. Wir haben zunächst mal dieses klassische Frosch-Line-Up, wie gesagt, 3 Sprop Frog, 2 Ronin Toad, 3 Duke Frog, das ist ganz klar. Dann haben wir Call of Demise und Desires, um halt ein bisschen Draw-Power reinzubekommen. Das können wir uns auf jeden Fall leisten. Dann spielen wir halt die klassischen Paleos, wir haben Olenoides, wir haben Kanadier, Dinomiscus, Lakuchilla und Marella. Wobei ich Marella hier sogar so ein bisschen am schwächsten finde.
Liegt wahrscheinlich daran, dass ich das Ganze eher auf Anti gebaut habe. Und da brauche ich diesen Speed von einem schnellen Mill normalerweise nicht so sehr. Aber das Ganze komplett zu kicken, hätte ich ehrlich gesagt sehr komisch gefunden. Deswegen habe ich es drin gelassen. Und ich denke mal, das ist auch gut so. Und ich spiele auch sehr viele Floodgates. Wir haben dreimal Anti-Spell Fragrance, eine sehr gute Fallenkarte, keine Frage. Eines der besten Floodgates aller Zeiten. Wir haben Kaiserlicher Befehl. Wir haben Rivalität der Kriegsherren. Alles Karten, die uns selbst kaum behindern, die aber den Gegner teilweise komplett aushebeln können. Und wir haben halt Sodom Strike, auf dem wir leider unsere Palios nicht anschänen können. Aber na gut, es ist halt trotzdem eine sehr wichtige Falle, die ich mitnehmen wollte. Lost Wind ist auch klar, Infinite and Permanence dürfte auch klar sein, ist eine sehr gute Handtrap und gleichzeitig auch eine Falle, deswegen hier auf jeden Fall Staple. Und das Excel-Deck ist auch ziemlich selbsterklärend. Wir haben so Sachen wie Kornblume und der Gusto Phoenix und Cat Shark, um noch so ein paar Möglichkeiten zu haben. Und ansonsten ist es einfach das ganz normale Palio-Extra-Deck mit halt drei Totally Awesome, Anomalocaris, einem Upaminia, falls man die braucht, und so ein paar Link-Monster. Alles andere dürfte recht selbsterklärend sein. Ich muss aber sagen, es ist einfach ein sehr, sehr cooles Deck. Also ich bin nach wie vor ein großer Freund davon. Und wie gesagt, Evenly Matched ist auf jeden Fall ein Problem. Passt da bitte drauf auf, aber ansonsten hat dieses Deck hier einfach die Möglichkeit, sehr, sehr gut und sehr, sehr lange zu überleben und eventuell den Gegner im Late Game zu outgrinden, weil, naja, Paleozoisch muss man schnell umbringen, weil sonst wird man einfach irgendwann outplast und das ist halt ekelhaft. Und ich hätte auch gerne Tollkönigin gespielt, aber die habe ich in diesem Anti-Build hier echt nicht mehr reinbekommen. Sehr, sehr cooles Deck. Weitere Vorschläge für Kartenänderungen, die ich vielleicht hätte machen sollen, in die Kommentare. Und wie gesagt, auch gerne weitere Decks, die ich hier mal reviewen soll, auch in die Kommentare. Und dann geht's damit vielleicht beim nächsten Mal weiter. Wie gesagt, manchmal lasse ich das abstimmen über halt die ganz normale YouTube-Community-Funktion, manchmal aber auch über meine Spende auf Patreon. Und ich würde sagen, wir schauen dann mal, mit was es beim nächsten Mal weitergehen wird. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Pokémon-Kanal, rechts daneben ist mein Sponsor und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.